Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Wir sind wieder bei Grey Matter. Das ist Folge 15. So, wir haben in den Spiegel geguckt und da war jetzt nichts so Spannendes. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Labor. Wir spielen jetzt Dr. Stiles. Dr. David Stiles spielen wir jetzt selber. Und mal gucken, was der uns erzählt. Der sollte sich in seinem Labor ja eigentlich auskennen. Gucken, was du da alles zusagst. Es gibt hier noch andere Kellergewölbe, aber sie sind dunkel und unheimlich. Ja, und? Ich sollte wirklich einige der Flaschen einer Wohlfahrtseinrichtung geben. Hier unten sind sie nur Staubfänger. Es gibt hier noch andere Keller. Dieser Teil des Hauses ist Jahrhunderte alt. Dem Erbauer hatten es die großen Kathedralen auf dem Kontinent sehr angetan. Na? Hä? Wie? Geht nicht? Hä? Was hat er denn? Au! Boah, hast du eine Kackschrift, ey. Du kannst nur Arzt sein. Ich weiß gar nicht, warum ich den Geldbeutel immer mit mir herumschleppe. Ich verlasse fast nie das Anwesen. Der Schlüssel zu meinem Privatlabor. Nicht einmal Mrs. Dalton darf da rein. Dann schließ doch mal auf. Es klingelt an der Tür. Wer könnte das sein? Nein, ist das für uns wichtig? Müssen wir da hin? Oh, Dr. Stiles, da ist ein Päckchen für Sie. Soll ich es runter in den Keller bringen? Ich mach das schon. Danke, Stella. Okay. Was haben wir denn für ein Päckchen? Das muss mein Dialoggenerator sein. Okay. Ich will aber, bevor du hier loslegst, will ich aber da nochmal rein. Dieses Gerät habe ich für die Klinik gekauft. Wir haben es nie benutzt. Im Moment wüsste ich nicht, was ich nachschlagen soll. Aber du sagst vielleicht ja irgendwas hier, was interessant ist. Dieses Gerät habe ich für die... Einen Pluspunkt für Miss Everett. Ja, sie hat das gemacht. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich loslegen. Er schließt jemals auf und zu. Okay, das ist also irgendwas, wo definitiv keiner rumhantieren darf. Was? Dr. Ramuskin hat diese Buchstabenrollen erfunden. Ein Zufallszahlengenerator steuert die Buchstaben. Theoretisch kann man also mit der Kraft des Geistes Nachrichten erzeugen. Und was soll das? Wieder Lesestunde. Moment. Sehr geehrter Dr. Stiles, Sie haben sich sehr ungeduldig angehört, deswegen habe ich Ihnen das Gerät per Kurier zustellen lassen. Wie am Telefon besprochen, müssen Sie lediglich einen Zufallszahlengenerator an meine kleine Erfindung anschließen. Da Sie mein Buch haben, erspare ich Ihnen am besten die ganzen Details. Ramuskin. Haben wir das Buch? Ah, da.
Ach du. Ah! Jetzt geht das los. Bei Sea-Phänomen wurde in den letzten 100 Jahren in tausenden von seriösen Wissenschaftsbüchern Studien solch angesehener Universitäten wie Princeton und Cambridge behandelt. Der Großteil dieser Studien fällt in irgendwelche grobe Kategorien. Telepathie. Eine Person übermittelt ein Bild oder eine Kartenart an eine andere Person. Eine Person begibt sich an einen unbekannten Ort und übermittelt Gedankenbilder an eine andere Person, mit denen sie den Ort beschreibt. Präkognition. Kog ist Gedanken, ne? Also präkognitiv ist, okay, kann ich mir ansatzweise vorstellen. Eine Person sagt eine Karte aus einem Deck mit 5 Kartenarten voraus, genau, Voraussagungen, genau, wenn man so will, ja. Eine Person sagt das Ergebnis eines Zufallszahlengenerators voraus. Eine Person sagt das Ergebnis eines Würfelwurfes voraus. Telekinese. Eine Person erzwingt auf mentalen Wege, dass der Zufallszahlengenerator eine bestimmte Zahl erzeugt. Eine Person erzwingt auf mentalen Wege das Ergebnis eines Würfelwurfes. Okay, einige interessante Fakten über diese Sphi-Instrumente. Bei Studien, in denen sich die Versuchsperson in einem unnormalen Bewusstseinszustand befand, Hypnose ohne Sinneseindrücke, Traumzustand, werden höhere Sphi-Ergebnisse erzielt als bei Studien in einem normalen Bewusstseinszustand. Das könnte bedeuten, dass im normalen Wachzustand gewisse Schutzmechanismen gegen Sphi-Effekte aktiv sind. Bei der allgemeinen Bevölkerung treten Sphi-Effekte 1-10% häufiger auf, als auf Basis der rein zufälligen Vorstellung zu erwarten wäre. Allerdings erzielt 1% der Bevölkerung viel höhere Ergebnisse. Das könnte bedeuten, dass die Sphi-Phänomene einem seltenen Talent gleicht, analog zu einer angeborenen Begabung wie von genialen Musikern oder Weltklasse-Sportlern. Gruppen von Versuchspersonen zeigen stärkere Sphi-Effekte als Einzelpersonen, vor allem wenn die Gruppenmitglieder miteinander verwandt sind oder eine anderwertige andere Beziehung haben. Gut, das kann ich mir vorstellen, das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Ihr wisst ja, es gibt ja unter Zwillingen gibt es ja auch solche Geschichten oder unter Leuten, die sich in Anführungszeichen 10 oder 15 Jahren kennen, die verstehen sich wirklich blind. Man, daher kommt der Ausdruck ja wirklich, also ist ja, ne? Die höchsten Sphi-Ergebnisse wurden bei Studien erzielt, in denen Zufallszahlengeneratoren verwendet wurden. Das haben wir ja schon gemerkt. Okay. Sphi-Studien, in denen Zufallszahlengeneratoren verwendet werden, erzielten die besten Ergebnisse. Ein Zufallszahlengenerator ist ein Gerät, das zufällig Zahlen zwischen 0 und 39 generiert. Okay. Diese Art von Gerät scheint gut zum Sphi-Phänomen zu passen, denn wenn man versucht, das Zufallszahlengenerator mental dazu zu zwingen, eine bestimmte Zahl, wie zum Beispiel die Zahl 13, zu erzeugen und dieses Ergebnis tatsächlich eintritt, wird nicht gegen die Naturgesetze verstoßen. Wenn ihr das so sagt. Schließlich besteht ja in jedem erzielten Durchgang eine Wahrscheinlichkeit von 2,5%, 1 von 40 möglichen, klar, logisch, Ergebnissen, dass 13 erzeugt wird. Daher ist es einfacher für den menschlichen Geist, eine 13 zu erzwingen, als eine Kugel zu bewegen oder einen Löffel zu verbiegen. Ich hoffe, das weiß der Herr Geller auch. Wenn allerdings bei 40 Durchgängen 10 mal die erzeugte Zahl 13 lautet und nicht nur einmal, wie die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen Sphi-Effekt handelt. In einem früheren Experiment habe ich einen der gewöhnlichen Zufallszahlengenerator mit einer Reihe von Rollen kombiniert, die die Buchstaben A bis Z sowie eine leere Karte aufweisen. Damit könnten die Versuchspersonen mit der Kraft ihres Geistes kurze Worte und Sätze bilden. Die einzelnen Rollen waren mit einem Zufallszahlengenerator verbunden, der so eingestellt war, dass er Zahlen von 0 bis 26 erzeugte. Leer plus A von bis Z. Okay, kann ich nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich das Rätsel, was wir gleich lösen, wo ich wahrscheinlich null Ahnung habe. Ich hatte gehofft, die jeweilige Versuchsperson in die Lage versetzen zu können, mit der Kraft des Geistes kurze Worte oder Sätze zu bilden, indem sie sich auf einen bestimmten Buchstaben nach einem anderen konzentrieren und so dafür sorgt, dass die Rollen die Buchstaben anzeigen, die sie sich vorstellt. Nach einigen vergeblichen Versuchen bin ich so zu folgenden Einstellungen gelangt, die
am besten funktionieren. Zuerst habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Rolle überhaupt dreht, sehr niedrig angesetzt. Da eine 0 für eine leere Karte steht, habe ich den Zufallsgenerator so angestellt, dass er in 99% aller Fälle 0 erzeugt. Okay, also dann müssen wir schon mal irgendwie eine 0 einstellen. Daher haben sich die Rollen nur sehr selten gedreht, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Änderung der Rollen nicht purer Zufall war, erhöht wurde. Um jeden Buchstaben mit derselben Wahrscheinlichkeit zu erzeugen zu lassen, habe ich danach mit dem Generator die Zahlen 1 bis 26 auf die verschiedenen Prozente eingestellt. Zudem habe ich das System so konfiguriert, dass eine Rolle festgehalten wird, sobald sie sich bis zu einem Buchstaben gedreht hat und danach die nächste Rolle an der Reihe ist. Auf diese Weise habe ich dafür gesorgt, dass die Zufallszahlengenerator immer nur jeweils eine einzelne Rolle gesteuert hat. Da die restlichen Zahlen in diesem Experiment keine Rolle spielen, habe ich sie auf 000 eingestellt. Eine Versuchsanordnung hat erstaunliche Ergebnisse geliefert. Ich empfehle jedem interessierten Wissenschaftler, seine eigene Variante dieses Versuches durchzuführen. Ich habe Angst bei diesem Text. Ich wusste es. Einstellung zum Suchen. 1 bis 99. Zahl wird auf Wahrscheinlichkeit von 1% bis 99%. 000. Zahl wird inaktiv. Wahrscheinlichkeit von 0. Wahrscheinlichkeit der Zahl wird basierend auf der Restwahrscheinlichkeit und der Anzahl der anderen Zahlen, die auf 0% gesetzt sind, gleichzeitig berechnet. Ja. Geil. Ja. Super. Großartig. Was kann ich denn hier noch einstellen? Arbeitstisch. Gut, jetzt kann's losgehen. Okay. Also wir haben 0 bis 39, also wir haben die 40. Nein. Irgendetwas stimmt mit dem Motor des Zufallszahlengenerators nicht. Ich sollte noch einmal einen Blick auf die Abbildung in Dr. Ramoskins Buch werfen. Das können wir mal eben machen, aber... Hat da nichts eingestellt, ne? Was haben wir denn noch Schönes hier? Wird auf jeden Fall mit Sicherheit ein tolles Rätsel. Lauras Nachthemd lag auf dem Bett, als ich Mitternacht im Schlafanzug im Schlafzimmer ging. Mrs. Dornbaum, es nicht angefasst zu haben. 15.09. 25.09. Ich ging um 21 Uhr ins Schlafzimmer und im Badezimmer lief das Wasser in der Dusche. Doch war aber niemand und der Boden war trocken. Okay. 2.10. 23 Uhr. Ich ging ins Badezimmer und nahm dort sehr stark Lauras Parfüm wahr. Der Flakon stand offen auf der Anrichte und nicht wie sonst im Schrank über dem Waschbecken. Die Öffnung war feucht. 7.10. Mitternacht. Ich zog gestern meinen Schlafanzug an, als ich ein Geräusch im Zimmer hörte. Es klang so, als Laura sich vor dem Bett gehen, das Haar bürsten würde. Ich drehte mich langsam um und sah, wie ihre Haarbürste einige Sekunden in der Luft schwebte, bevor sie auf den Boden fiel. 16.10. 11 Uhr. Heute Morgen nahm ich Lauras Gegenwart im Bett wahr. Ich spürte ihren Körper wirklich neben mir. Als ich vollständig aufgewacht war, verschwand sie wieder. Das war kein Traum. 16.10. Mrs. Dalton glaubt, dass sie vor 2 Tagen Laura in meinem Spiegel gesehen hat, als sie das Bett machte. Das wäre die bisher erste visuelle Manifestation von Laura. Wäre doch
wäre ich doch dabei gewesen. Wäre doch ich es gewesen, der Zeuge davon wurde. Okay. Heute zu erledigen. Sea-Forschung, Zufallsgenerator bauen, Isolationstanksitzung wie auf der Videokassette. Okay. Ich werde heute den Isolationstank benutzen. Aber vorher will ich einige Gegenstände aus dem Haus zusammensuchen, um meinen Erinnerungen an Laura auf die Sprünge zu helfen. Ich werde... Okay. Dann wissen wir ja schon mal, was wir machen dürfen gleich. Okay. Erschien 2000 im Science Magazine. Das Großhirn. Das Großhirn, auch Telecephalon genannt, bildet zusammen mit dem Dihencephalon oder Cephalon Zwischenhirn das Vorderhirn. Es stellt den vordersten oder besonders bei Menschen obersten Bereich des Zentralnervensystems von Wirbeltieren dar. Telencephalon bezeichnet dabei die embryonale Struktur, aus der sich das Großhirn entwickelt hat. Der dorsale Teil des Telencephalons, ich mag euch auch, oder Pallium genannt, entwickelt sich zur Großhirnrinde, Cortex, während sich aus dem ventralen Teil, Subpallium, die Basanghialien bilden. Das Großhirn ist darüber hinaus symmetrisch unterteilt in die linke und rechte Großhirnhälfte, Hemisphären, richtig. Das Corpus. Das Corpus Callosum ist eine große, quer verlaufende Verbindung zwischen den beiden Hemisphären des Großhirns von Plecentatieren. Es stellt das größte Gebilde aus weißer Substanz im Gehirn dar und besteht aus 200 bis 250 Millionen Nervenfasern. Vom Aufbau her ist das Corpus Callosum ein breites, flaches Bündel aus Axonen unterhalb der Großhirnrinde. Ein Großteil der Kommunikation zwischen den beiden Großhirnhälften wird mit dem Corpus Callosum abgewickelt. Alter. Die Adhesora Interthalamica. Die mediale Fläche des Thalamus bildet den oberen Teil der Lateralwand des dritten Ventrikels und ist mit der entsprechenden Fläche des gegenüberliegenden Thalamus durch ein graues Bändchen verbunden. Die Adhesio Intertalamica bei nichtmenschlichen Säugetieren handelt es sich dabei um eine größere Bindungsgewebebrücke, während bei Menschen ihr vorderer und hinterer Durchmesser ca. 1 Zentimeter beträgt. Manchmal besteht die Adhesion Intertalamica auch aus zwei Teilen und gelegentlich kann es vorkommen, dass sie vollständig fehlt. Die Adhesion Intertalamica ist bei 70-80% der Menschen vorhanden. Statistisch gesehen kommt sie bei Frauen öfter als bei Männern vor und ist um durchschnittlich 53% größer. Fehlt sie, konnte kein Nachteil festgestellt sein. Nervenzellen und Fasern, die in seltenen Fällen die Seiten kreuzen, aber meistens zur Mitte führen und dann seitlich entlang verlaufen. Die Zwiebeldrüse. Die Zwiebeldrüse, auch Zwirbel oder Epfanides cerebri, Epfanides finialoga oder drittes Auge genannt, ist eine kleine endokrine Drüse im Gehirn von Wirbeltieren. Sie produziert das Melatonin, ein Hormon, welches den Schlaf-Wachrhythmus und andere zeitabhängige Rücken des Körpers steuert. Sie ähnelt in ihrer Form der Zirbelkiefer. Daher wohl auch die entsprechende Bezeichnung und befindet sich nahe des Zentrums des Gehirns zwischen den beiden Großhirnhälften. An der Stelle, wo die beiden Thalamusstelle zusammentreffen. Die Zwirbeldrüse ist im Gegensatz zum Großteil des Gehirns nicht durch die Bluthirnschranke des rechten Körpers isoliert. Der Pons. Der Pons oder einfach die Brücke ist ein Abschnitt auf dem Hirnstamm. Die Brücke befindet sich außerhalb des Medulla oblongata, unterhalb des Mittelhirns, des Mesencephalon und dem kleinen Cerebellum. Mein Gott. Der Thalamus. Mein Gott. Ich kann Mediziner werden gleich. In der caudal zu rostral verlaufenden Neuromankette befindet sich das Zwischenhirn, Diencephalon. Zwischen dem Mittelhirn, Mesencephalon, Teil des Hirnstamms und dem Großhirn. Es beinhaltet auch den dorsal gelegenen Ephatalamus, hauptsächlich die Habenulae und Anhänge, sowie den Subthalamus, welcher seinerseits unter anderem die Zona intersata und den Nucleus subthalamicus umfasst. Aufgrund der unterschiedlichen
ontogenetischen Ursprünge werden der Ephantalamus und der Subthalamus formal vom Thalamus unterschieden. Alter! Das wollte ich schon immer vorlesen. Dieser Artikel konzentriert sich in erster Linie auf den menschlichen Thalamus und kann daher wegen phylogenetischer Modifikation im Hinblick auf niedrige Primatarten teilweise unzutreffend sein. Normalerweise sind die beiden Thalami bei Menschen ca. 5,7 cm lange birnenförmige Gebilde, die schräg in einem Winkel von ungefähr 30 Grad und symmetrisch auf beiden Seiten des dritten Ventrikels angebracht sind. Sie können bis 30% der Menschen unterschiedlich stark zusammengewachsen sein. Das Verbindungsstück, die Anthesio Interthalamica, enthält bei Menschen keine interthalamidischen Nervenverbindungen. Ich hasse euch auch. Oh, das ist der Experimentenplan. Das ist ja der, den wir... Obwohl, ist das der, den wir kennen? Den kennen wir, ne? Ja, doch, den kennen wir. Ich habe beschlossen zu versuchen, Laura bei mir zu behalten. Jahrelang habe ich mich der Frage gewidmet, ob das Bewusstsein und das physische Gehirn vielleicht gar nicht ein und dasselbe sind. Seit Lauras Beerdigung spüre ich definitiv ihre Anwesenheit. Ich habe beschlossen, mehrere Stunden am Tag im Isolationstank zu verbringen und dabei Laura zu visualisieren. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis das führen wird, außer dass es mir vielleicht bei meiner Trauer hilft. Aber wenn ich ihre Energie aufrechterhalten kann, weil ich ihr meine Aufmerksamkeit widme, kann ich vielleicht dafür sorgen, dass sie länger bleibt. Da mich meine normale Arbeit nicht mehr interessiert, werde ich mich ganz auf dieses Projekt konzentrieren. Ja, gucken wir uns mal alle Videos an, ne? Ich verbringe pro Tag 2 Stunden im Isolationstank mit unterschiedlichen Ergebnissen. Manchmal bin ich davon überzeugt, dass ich Lauras Anwesenheit spüre. Aber manchmal kann ich meine Zweifel nicht überwinden. Obwohl ich nach wie vor glaube, dass Laura hier ist. Der Philosoph Henry Bergson vertrat die Ansicht, dass wir uns unsere Wirklichkeit selbst erschaffen. Und das habe ich wohl. Ich lasse neue Geräte bauen, die meine Erinnerungen im Isolationstank intensivieren sollen. So, jetzt machen wir mal eben einen Sprung von 3 Jahren. Heute wäre Laura 33 Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag, Laura. Alles Gute, mein Liebling. Okay. Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich. Und einiges deutet darauf hin, dass jemand hier ist. Es muss Laura sein. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich wurde Zeuge von physischen Phänomenen, die man nicht wegerklären kann. Ist es möglich, dass ich Laura bei meinen Sitzungen im Isolationstank Energie übermittelt habe, mit der sie sich manifestieren kann? Ich habe vor, über alle Vorkommnisse Buch zu führen. Außerdem will ich mich mit den Psi-Kräften beschäftigen. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Okay. Noch 2. Nee, obwohl, das hatten wir, ne? Hier gehen merkwürdige Dinge. Gott, das kennen wir alles. Nach wie vor erscheint Laura hier im Haus. Ich habe beschlossen, ein neues Experiment durchzuführen, um die Auswirkungen von Imagination zu erforschen. Mit meinen FMRT-Geräten und Studenten als Versuchspersonen. Ich will die Aktivität der Bereiche des Gehirns aufzeichnen, die bei intensiven Visualisierungen genutzt werden. Vielleicht schaffe ich es so, bei mir die gleichen Bereiche zu stimulieren und damit die Effektivität meiner Sitzungen zu erhöhen. Damit kann ich vielleicht Laura mehr Energie übermitteln. Okay. Laura hat abends immer gerne trockenen Rotwein getrunken. Das ist alles, was ich mit Sicherheit weiß. Okay. Haben wir jetzt noch ein Weinrätsel oder was? Boah, jetzt seid immer gefragt, ihr Experten. Ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht aus. Ist überhaupt nicht meine Welt. Da bin ich total Proll übrigens. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge dann. Scannen. Okay. Also die Weine lese ich euch natürlich noch vor.
bin ich dann Kumpel. So, was haben wir denn noch in dem Büro? Oder? Sollen wir das in dieser... Ach komm, wir machen das gleich noch in der Folge. Ich mach mal eben noch... Wenn Space mich nicht im Stich lässt, was gerade macht. So. Ein Scanner. Ist da noch was in seinem Terminplaner? Das ist alt. Das ist gut, dass du mir nicht so viel erzählst. Jetzt gucken wir uns noch die Kamera an und den Computer. Ich bin noch nicht bereit für den Versuch mit dem Isolationstank. Ich brauche noch einen Gegenstand, der mich visuell stimuliert. Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Tastsinn stimuliert. Was hatte Laura an dem Abend an? Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Gehörsinn stimuliert. Ich glaube, wir haben an dem Abend Musik gehört. Dann haben wir alles. So. Das hatten wir, ne? Wollen wir noch die Kamera eben angucken? Im Moment will ich kein neues Video machen. Aber ich sollte mir mal das Material ansehen, das ich schon auf meinem Computer habe. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Weine an und dann können wir es dabei nämlich beenden. So. Adagio ist vermutlich italienisch, vermute ich. Course au vent de course. Das Ohr ist bestimmt falsch. Alox Corton. Alsace, ist das Spanisch? Alsace Grand Cru, ist das. Jetzt seid ihr mal gefragt. Anjou. Anjou Coteau de la Loire. Anjou Garnet. Anjou Villages. Village Brisac. Abois. Ossé Durès. Bandol, Badji, Badji Grand Cru, Barzac, Bartin, Montrachet, Biam, Beaujolais, das kenne ich sogar, Beaujolais Villages, Beaumé de Venise, Bohème, Bélé, Bergerac, Bergerac Sec, Bergerac Rosé, Bonvenu Beta Montrachet, Blanquet de Lemois, Blanquet Métaux Ancestrale, Blayet, Bonmaré. Ich bin mal gespannt hier, die großartige Rimtour, der lacht wahrscheinlich jetzt gerade. Das ist übrigens hier mit dem lächerlichen Schulfranzösisch, was ich noch kann. Bonne Saison, Bordeaux, klar, Bordeaux ist klar, das kriege ich selbst hin. Bordeaux Clairin, Bordeaux Côte de France, ohne E, Côte de France. Ist der Mörder nicht in E hin? Egal. Bordeaux Molleu. Bordeaux Rosé. Bordeaux Sec. Bordeaux Superé. Bourgeois. Bourgeois Alicoté. Bourgeois Claré. Bourgeois aux Côtes de Bois. Bourgeois aux Côtes de Noix. Bourgeois Pastugrand. Bourgeois Rosé. Bourgel. Bouzeron. Brié. Buzé. Cabernet. Cabernet de Aujonou. Ja gut, Cabernet kenne ich auch noch. Cabernet de Saumur. Cadillac. Caoa. Canon Fronsac. Cassis. Serron. Chablis. Chablis Grand Tour. Okay, Chablis kenne ich auch noch. Chablis Premarquois. Champertibi. Champertin, ne? Champerty, Clos de Bézée, Chambroy Musigny, Champagne, Charme Chamberny, Chanzé Montrachet, Château Chalon, Château Grillé, Château Neuf de Pape. Ah! Ist das nicht das, wo die alle so geil sind bei den Dingen? Châtillon en Douer, Chaume, Chanet, Chevalier Montrachet, Chavarny, Chenon, Chirouble, Chirou-le-Bois, Claret de Bellangon, Claret de Die, Claret de Le Jadouc, Claude Lebray. Lebray ist doch auch Ort, ne? Kloster Tar, Kloster Vosges, Kloster Saint-Denis ist klar. Saint-Denis ist Vorort von Paris, ne?
Das ist, glaube ich, da, wo auch das Front National-Stadion ist, ne? Das große. Couloir, Condry, Corbière, Connard, Vendecours, Canton, Canton Cholamont, Comptoir de Nîmes, Comptoir de Bourg, Comptoir de Brie, Côte de Nieu Village, Côte Roté, Côte Champenois, Côte des Arts en Provence, Comptoir de Die, Comptoir de Le Haubons, Comptoir de Pierrevin, Côteau de Genois, Côteau de Langendoc, Canton de Leda, Canton de Loire, Canton de Launay, Canton de Triscazin, Canton de Vendômois, Canton Vaurois, Canton de Bergerac, Côte de Bergerac, Blanc, Côte de Blay, Côte de Bourg, Côte de Castellon, Côte de Dura, Côte de Forêt, Côte de Malapierre, Côte de Provence, Côte de Tudu, Côte de Jura. Côte de Luberon, Côte de Mamondé, Côte de Ron, Côte de Ron-Villagers, Côte de Roussillon, Côte de Roussillon-Villager, Côte de Ventoux, Côte de Vivarais, Côte de Savané, Crémant d'Alassage, Crémant de Bordeaux, Crémant de Bourgeonnais, Crémant de Die, Crémant de Juro, Crémant de Limoux, Crémant de Loire. Ich glaube, Leute, wir kriegen gerade einen Nervenzusammenbruch, aber ich glaube, wir sind jetzt schon bei Halbzeit. Crêpe, Crillon, Beta, Montrachet. Wer sich also mit Wein auskennt, kann mir das bitte mal alles übersetzen, übrigens, wer da Bock drauf hat. Crozet, Hermitage, Echezot, Entre deux Mers, Faugeret, Fitou, Ficine, Fleury, Froissin, Fronton, Gillac, Gèvre-Chambertin, Girondin, Giffre, Grand de Charest, Gravé, Gravé de Verre, Graf Supernet, Giron-Chambertin. Deswegen die Leute, wir kriegen. Ich möchte mich jetzt schon bei allen Franzosen entschuldigen. Haute Médoc, Haute Montrevin, Hermitage, Francy, Triple G, Julien. Jurancon, L'Étoile, Ladois, Le Mondain de Pomerol, La Tâche, Le Bas de Provence, Limoux, Lirac, Listrac, Madoc, Loupiac, AOC, Lussac, Saint-Emilion, Mâcon, Mâcon Supéré, Mâcon Villager, Médirin, Moranger, Marciac, Margaux, Massonnet, Moret, Mazé-Chambertin, Médoc, Métou-Salon, Mercury, Merson, Minois, Minois-le-Livernier, Mirebeau, Montbazillac, Montage-Saint-Emilion, Montagny, Montelier, Montlouin, Montrechet, Montravel, Moret-Saint-Denis, Morgon, Mouillé avant, Moulé avant en Médoc, Muscadin, Muscadin Coton de la Loire, Muscadin Côte de Grandon, Muscaté Sauvé et moi, Bois, Muscaté de Bois de Vigne, Muscaté de Lumé, Muscaté de Miravé, Muscaté de Rivisol, Muscaté Saint-Jean de Minois, Nur Saint-Gernon, ich freue mich schon auf eure Kommentare, die werden bestimmt geil. Orléans, Orléans Cléry, Pacherac de Vinbul, Pacherac de Vinbunsec, Palette, Patrimonio, Pauliac, Pécharmont, Pernon de Vergonlese, Pesson-Légion, Petit Chablis, Pinon de Charente, Pomerol, Pomart, Puy-Fulissé, Puy-Fumé, Puy-Lorcher, Puy-Saint-Lois, Puy-Vis. Boah,
Alter, wann ist endlich Ende? Premier Côte de Blanc, Premier Côte de Bordeaux, Puisegy Saint-Romain, Puligy Montrachet, Cas de Champ, Quincy, Rigenny, Rieux, Richebourg, Reversan, Rosé de Loire, Rosé de Richet, Roussette, Roussette de Savoie, Rouchouart-Chambertin, Rühl, Saint-Amand, Saint-Amandin, Saint-Brie, Saint-Brie ist ja nicht Käse, Saint-Chien, Saint-Semelier, Saint-Semelier Grand Cru, Saint-Istamphé, Saint-Gérard, Saint-Amandin, Saint-Gervais, Saint-Julien, Saint-Nicolas-de-Beaujolais, Saint-Péray, Saint-Romain, Saint-Vérin, Saint-Cora-de-Moine, Saint-Fort-Bordeaux, Saint-Carin, Saint-Tenay, Saint-Mour-Saint-Mour-Champernier, Saint-Mour-Saint-Mosseau, Saint-Sénignac, Saint-Tenay, Savenier, Savenier côté de Saint-Rand, Savenier Roche-aux-Mois, Savenier Le Bon, Cécile, Tavé, Touraine, Touraine à Bois, Touraine Hasard de Renault, Touraine Meslan, Touraine Noble Jouet, Vaqueravas, Volancé, Vin de Savoyer, Viré Clessé, Vissobré, Volnay, Vosna Romanée, Vosjo, Vauvray, fertig! Ihr könnt mich jetzt hassen. So, damit beende ich jetzt die Folge und das Brezel machen wir in der nächsten Folge. Ich bin euer Mr. Venom 1970, sehen wir uns zur Folge 16 wieder von Grey Matter. Und dann kommt wahrscheinlich ein Rätsel, was ich überhaupt nicht verstehe und da werde ich total viel Spaß haben. Oder auch nicht. Ihr könnt mir ja schon vielleicht mal Tipps geben, das ist vielleicht ganz gut, das ist ja dann bei der nächsten Aufnahmesession dran. Wir sehen uns, bis dann, tschüss.